Hi Leute, ich bin der Bruger und das ist Insider Threat. Ist jetzt vor ein paar Tagen auf Steam erschienen. Und ich guck mal kurz in die Option. Hupala. Ja, Auflösung stellen wir mal um. Sonst ist alles cool. So, starten. Viel Spaß für dich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Dass wir nicht alleine sind im Universum, oder dass wir alleine sind und dass wir es nicht sind im Universum. Beide sind gleichermaßen erschreckend. Arthur C. Clarke. Ich glaube nicht, dass wir alleine sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oha. Ist ja wenig, wenn ich feiern war. Wache ich auch immer auf und sehe so Sachen und weiß nicht, was los ist. Nein, Spaß. Stabile Oberschenkel übrigens. Alter, und Brustmuskeln. Ja, so ist es. Haben die wahrscheinlich mein Vorbild genommen. So. Vom Körper her. Nee, ist auf jeden Fall ein spanisches Spiel. Oh, aber die Füße. Oh. Wie fühlt ihr euch denn, wieder, wenn ihr Füße seht? Also ich bin kein Fan, muss ich sagen. Kein Fan. Not a Fan. Okay. Ich muss mal ein bisschen die Maus. So. To Desk. Nein, nicht to Desktop. Interact. Mit was? Kann ich mit dem Blut spielen? Mm. Auf jeden Fall. Warum läuft das Gerät, wenn hier keiner angeschlossen ist? Was ein Humbug, oder? Na, ich kann hier nichts machen, so wie es aussieht. Okay, also irgendwie sind alle tot, glaube ich. Was ist das für ein Ort? Ich muss Sachen finden und hier raus. Anziehsachen. Biohazard. Oh. Was steht da? Possible resources? Ja. Gut, dass es nicht lange dauert. Was haben wir denn hier? Files. Wissenschaftsoffizier-Registration. Ist egal. Wir haben angefangen, mit dem Taurus-Projekt Tests durchzuführen. Die Subjekte Entschuldigung, wurden mit den Parasiten infiziert und haben bald schon die dritte Phase, oder haben jetzt schon die dritte Phase der Infektion erreicht. Anders als die ersten beiden Phasen des Prozesses kann man hier eine Symbiose mit den Parasiten und den infizierten Körpern erkennen, was die Infektion physisch sichtbar macht. Weiter unten zur Sicherheit habe ich die Details der Prozesse aufgelistet oder aufgeschrieben. Erste Phase der Infektion. Wenn der Parasit einmal eingeführt wurde, sind die Symptome jetzt noch nicht sehr sichtbar. Der Wirt zeigt nur kleine Pigmente auf der Haut und Gedächtnisverlust. Zweite Phase der Infektion. Wenn die erste Phase vorüber ist, zeigt der Patient große Veränderungen im Hirnsystem oder im Hirnstamm. Leidet an Halluzinationen, Paranoia, Anfällen, also Krampfanfällen und kompletter Gedächtnisverlust und auch Kontakt mit der Realität. 60% der Subjekte haben diese Phase nur überstanden. Dritte Phase der Infektion. In dieser Phase hat der Parasit sich komplett entwickelt. Die physische und psychische Veränderung ist jetzt absolut sichtbar. Die Transformation wird auf zellulärer Struktur beobachtet und der Parasit kontrolliert praktisch total den Wirt. Sehr gut. Ach, warte mal, wir haben noch was. Alter, was spielt das denn? 1980 oder was? Ja, nicht verfügbar, die Systeme. Okay. Ich glaube, ich weiß, was mit uns hier passiert ist. Medizin, also Medikamente und Laborutensilien, aber ich brauche jetzt nichts. Status. Ah, put on your clothes und ich habe einen Balken. Ist der für Lebensenergie, oder? Es gibt übrigens zwei Schwierigkeitsgrade, Developer und Easy. Und ich habe es auf Easy gestellt, weil bei Developer stand, wenn du stirbst, ist dein gesamter Fortschritt weg. Das ist bei Easy nicht der Fall. Und ich habe keinen Bock, alles nochmal zu spielen, wenn ich sterbe. Deswegen habe ich natürlich Easy gemacht. Was haben wir hier? Dr. Sullivans Zugangskarte. Und eine Taschenlampe. Oh, das hasse ich ja, ne? Dass die Scheiben, wenn du die anleuchtest, einfach komplett weiß werden. Ja, ich kann rein. Sehr gut. Oh, hat er genascht. Was zur Hölle tun sie hier? Ugh.
Und dann auch die schlechten Teile gegessen. Ich meine, ich würde ja mehr so Beine oder Arme oder Arsch. Heißt nicht umsonst Gluteus Maximus. Das System ist verschlossen. Okay. Hier ist auch zu, wie es aussieht. Du brauchst die Zugangskarte. Okay. Finde die Zugangskarte. Oh, da liegt was. Alles klar. Das ist eine Diskette. Verdammt, ich muss irgendwie das Feuer abstellen. Das ist die Zugangskarte. Was? Das ist keine Zugangskarte. Was? Finde eine Möglichkeit, das Feuer abzustellen. Okay. Crouch. Okay, warte mal. Ich gehe erstmal hier. Lack of energy. Zwei Sicherungen fehlen. Ich verstehe. Bitte die Sicherung. Ja, das scheint die Gasversorgung zu sein. Oh, da fehlt aber eins. Ein Teil fehlt. Finde das fehlende Rad. Fetch Quests. Beste Quests nicht. Aber irgendwie müssen wir ja hier raus, ha? Ich wette, wir verwandeln uns selbst bald in so ein Vieh. Also eigentlich ist ja total egal, was wir machen. Und ich sage Vieh und ich weiß nicht mehr, was das ist, ne? Also irgend so ein Monster wahrscheinlich. So ein Parasitensymbiont. Baum 4. In the box. Die Lampe stört irgendwie, ne? Die blendet so. Das System ist verschlossen. Ist locked. Oder? Ohne Lampe geht's viel besser, finde ich. Guck mal, mit Lampe ist halt so. Weiß nicht. Aber man sieht halt schön die Unreal Engine, finde ich. Oha. Das ist bestimmt nicht so gesund, das Gas. Oh. Ei. Nichts, was ich brauche. Mal hier. Wilds. Wissenschaftsoffizier Dr. Patrick. Pattick. Registrationsnummer ist egal. Ja, gegeben der aktuellen Situation oder der Ausbreitungssituation haben wir das Notfallprotokoll eingeleitet und die Proben in die Laborabteilung. In der Laborabteilung wurden vorbereitet, um den Parasiten aufzubewahren. Die Probe ist jetzt noch nicht bereit, also werden wir den Parasiten zerstören und werden. Ja, werden sie temporär abschotten. Wir haben einige Versorgungsrohre, mit denen wir das Filter, also das Kühlsystem filtern können. Wir haben die Valves, ne, die Ventile, Räder entfernt. Oh, was? To cut off? Hands to cut off? Achso, wir haben, also mit den Rädern kann man das Aerosol aktivieren oder deaktivieren. Aber seien Sie vorsichtig, dieses Gas hat auch schädliche Effekte auf den Menschen. Wichtige Notiz. Es lockt den Parasiten zum Gas und dann aktiviert es die Valves zur richtigen Zeit, um es wegzuscheuchen. Es reibt sich mit der Lotion ein. Nicht verfügbar im Moment. Oh ne. Hallo? Wo ist die Maus? Alter. Alter! Ich sehe den Mauscursor nicht mehr. Doch gar nicht. Ohne Scheiß, ich konnte den Mauscursor nicht mehr. Muss ich jetzt aber von vorne anfangen? Ja. Ich habe hier noch was entdeckt, Leute. Guck mal, hier liegt noch ein Schlüssel. Access Card Room 3. Okay. Na gut, dann geht's jetzt weiter. Ich hoffe, ich werde nicht wieder irgendwie im Menü festhängen von dem Computer. So. Also das haben wir gemacht. Das habe ich ja gemacht. Da bin ich nach links. Das machen wir jetzt auch. Wunderbar. Nicht, dass ich irgendwas jetzt überspringe, aber ich nehme jetzt eh wieder auf. So, das habe ich
System ist locked, das habe ich überprüft. Da laufe ich aber nicht durch bei dem Funkensprüher. Nope. So. Guten Tag. Ich will nur kurz gucken. Nichts, was ich brauche. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Stand von eben. Ich werde nicht wieder einsignen in den Computer. Oder vielleicht doch. Warte, ich muss mir zumindest den Text nochmal durchlesen, glaube ich. Vielleicht enthält er ja eine Information, die ich brauche. Also die er quasi lesen muss einmal. System is not available. So. So. Mal gucken. Komme ich da nicht durch, oder? Ich muss vorsichtig sein mit dem Gas. Vielleicht kann ich vorbeikommen, indem ich krieche. Kinder, so funktioniert das nicht mit Gas. Du kannst nicht unter Gas durchkriechen. Oh Mann, ey. Ja, was? Mit dem Gas kann ich den Parasiten aufhalten. Ich muss ihn anlocken und dann die Valve drehen. Ah, okay. Das ist gar nicht das Gas hier. Das ist Dampf. Kalter Dampf, natürlich. Heißer Dampf ist über 100 Grad und dann würden wir wahrscheinlich geröstet. Was ist das denn? So eine Art Kühlsystem. Oh, eine Sicherung. Ich brauche zwei, ne? Put out the fire. Find Dr. Sullivan's Access Card. Oh je. Ich höre schon was. Lass mich raten. Jetzt kommt direkt was und ich muss es mit dem Gas ablenken. Werkzeuge brauche ich wohl keine. Ja. Oh, ich fühle mich gerade unwohl. Es kommt bestimmt bald was. Aber wir sind doch selber bald einer. War ich hier schon? Nee, da. Ich hab Preiselbeermarmelade. Fuck, was passiert mit mir? Aber der Nebel sieht echt ganz... Ist halt nicht volumetrisch, aber sieht ganz schick aus. Guck mal, der dreht sich mit, wenn man rumläuft. Ist nur ein PNG oder sowas. Aber ist ja egal. Oh nein, die Taschenlampe macht Faxen. Ja, irgendwas ist hier rumgerannt und alles umgebracht. Kann ich sagen, dass ich darüber traurig bin. Oh, da drin sind gerade... sind sie beschäftigt wahrscheinlich. Natürlich. Habt jemand? Oh! Was war das denn? Das hat aber nicht mich geschnappt. Auch noch eine Sicherung, sehr gut. Oh, shit. Alles klar, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick erhalten, wie die Viecher aussehen. Oh! Cool. Gut, dass ich hier lang muss. Bitte töte mich nicht. Ich bin einer von euch bald. So. Alter, was ist das für ein Stecker? Irgendwas? Ich brauche das nicht. Werkzeuge. Ein Ventilrad. Da ist das Teil gefunden.
Place the Peace. Bisher ist ja alles ruhig. Oh! Ja, vielleicht auch nicht. Cool. Das scheint die Gasversorgung zu sein. Ja, da war ich ja vorher schon. So, das muss das Feuer jetzt abgestellt haben. Ich hab so ein bisschen Bammel. Es ist doch eh nur eine Frage der Zeit, bis wir draufgehen, Mann. Oder bis der Parasit die Kontrolle übernimmt. Oder wir sind halt so super unempfänglich dafür und dann ist der Parasit in uns, aber wir haben noch die Kontrolle. Ja. Hallo. Kannst du es wieder abstellen jetzt? Ah, es geht von selbst. Oh, das ist erst der Hilfekasten. Oh, die haben es aber sehr schön gehabt hier in ihren Bunkbeds. Ja, den brauche ich jetzt noch nicht. Aber gut zu wissen, dass ich mich heilen kann. Das heißt, ich bin nicht direkt instant dead, wenn die mich angreifen. Noch ein Computer. Oh, was haben wir denn hier? Wissenschaftsoffizier Dr. William. Am frühen Morgen haben wir die Feuertests in dem Taurus-Projekt angefangen oder begonnen. Ja, soweit, so gut. Also die Forschung folgt dem angestrebten Kurs. Abgesehen davon gibt es aber etwas, was mich sehr besorgt. Und zwar, dass die Menschen... Also wo bekommen wir die Menschen her, die als Subjekte fungieren? Ich habe das mit meinem Vorgesetzten besprochen, aber er hat jegliche Antwort verweigert. Ich denke, es kann nur eine Organisation dahinter stecken. Du arbeitest für diesen Laden und machst dir echt Sorgen, wo die Subjekte herkommen, die infiziert mit Parasiten. Wäre ganz was Neues. Ah! Da piss dich ran! Was war das denn? Hä? Ich glaube, das waren die Halluzinationen, von denen die Rede war. Laboratory and Engineering. Oh. Engineering Access Card. Ja, geil. Ja, das dachte ich mir. Control Room Laboratory. Ich habe schon 10.000 Quests mindestens. By the way, the disabled security lock. Ja, echt? Emergency Capsule? Emergency Capsule, okay. Ich wette, da gibt es keine mehr. Engineering Access Card. Oh, ich höre ihn doch. Was steht da? Nein. Er schmeißt mit dem Kopf. Oh!
Alter, das ist nicht witzig. War das wieder eine Halluzination? Ja, wahrscheinlich. Aber der Kopf liegt noch da. Control Room. Ah, lass mich raten, ich brauche die Keycard für den Control Room. Und? Lim! Am Ende gibt's halt gar nichts und wir sind der Einzige, wir haben schon alle umgebracht oder so. Wir haben das alles gemacht vielleicht, wer weiß. Ich muss das Terminal finden und die Laboreinheit unlocken, Storehouse. Oh, da blinkt was. Da blinkt was, aber ich komme hier nirgends rein. Doch? Nee. Hier ist nichts. Nee. Nee. Hier blinkt nichts. Ach, lass mich raten, ich brauche wieder eine Keycard. Warehouse. Komm, gib's mir. Bling. Yo. Aha. Wie ich das denn auf? Das ist auf jeden Fall irgendein Tank oder so. Fuck, nicht schon wieder. Ich sag, es ist zu spät. Der Parasit wird uns übernehmen, so oder so. Alter! Oh! Der ist aber schnell, der Kleine. Auf! Dreht gerade wieder um. Alter! Das war knapp. Sehr gut. Oh mein Gott, wie die Viecher aussehen, hey. Oh. Ich hoffe, der ist jetzt erstmal wirklich eine Zeit lang weg. Groschen. Oh, dieser ganze Nebel hier, der stört voll. Ah. Warehouse Access Card und Health to the Maximum. To the Maximum. Was ist das denn hier? Ja. Scheint, als hätte es nicht genug Energie. Finde einen Weg, um mehr Energie freizusetzen. Was ist das denn hier? Power Supply. Okay. Find a replacement. Done. So, hier ist jetzt, glaube ich, die Keycard, die ich gefunden habe. Jo. Ja, fantastisch aus hier. Das ist Power Supply. Jo.
Jetzt muss ich geradewegs wieder zurück. Cool. The Space Run Simulator. So. So, das denke ich, dass wir irgendwo im Space sind. Jetzt soll das Terminal funktionieren. Alles gut. Einsignen. Files, der Engineering Officer. Wir haben die Kontrolle über die Einrichtung verloren. Wir wissen nicht, ob es noch irgendwelche Überlebende in der Sektion gibt. Ich glaube, wir können nicht lange durchhalten. Ich hoffe, jemand erhält diese Notiz und schickt uns Hilfe. Die Laborabteilung hat uns informiert, dass sie es geschafft haben, ein Vaccinell zu kreieren, das die Bedrohung eliminiert. Also jemand muss da reingehen und die zwei Samples von dem Vakzin einsammeln. Unlock Laboratory. Ich muss diese Samples bekommen und hier abhauen. Go to the laboratory. Yo. Da sind wir. Jo. Ich muss vorsichtig mit dem Gas sein. Ich muss so schnell wie möglich durch. Okay. Dachte, ich muss jetzt einfach durchrennen, aber nee. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Da rumgegurgelt. Oh je. Ich da Schaden, wenn ich da. Komm nicht weiter. Hallo? Hallo? Kann ich weiter? Jetzt auf einmal geht's. Die Proben müssen in einem dieser Räume sein. Dr. Williams. Ich sehe da nichts. Da blinkt nichts. Nope. Ja, ich brauche nichts davon. Okay. Wie groß ist das hier noch? Das muss eine Probe sein. Du musst erst das Security Lock deaktivieren. Willst du mich verarschen? Suche nach einem Terminal, um das Security Lock zu deaktivieren. Um die Effekte der Alien-Parasiten auf den menschlichen Organismus zu studieren, mussten wir ein Experiment. Was muss ich Sie informieren, dass das Experiment in unser Labor gebracht wird? Der infektiöse Agent wurde intravenös in die Subjekte eingespritzt und sie werden jetzt 72 Stunden beobachtet. Die Resultate sind wie folgende. Veränderungen der Körpertemperatur, Herzrate, Blutdruck und Hirnaktivität. Beweis der Metamorphose, dass die Haut pigmentiert anders, die Haare fallen aus und die internen Organe verändern sich. Infektiöse Symptome, Fieber, Muskelschmerzen, Übelkeit, innere Blutungen und Anfälle, Krampfanfälle. Zeichen psychologischer und emotionaler Natur. Verwirrung, Paranoia, Halluzinationen, Aggression und Verlust der Identität. Zusammenfassung, der Wirt ist in der Mitte oder befindet sich in der Transformationsphase.
Und die Prognose zur letztendlichen Erscheinung sind unbekannt. Die Studien zeigen ein Risiko für die Wissenschaft und ein Dilemma für die Ethik. Was wird die das aufhalten? Das ist ziemlich einzigartig und ein unwiederholbares Phänomen, das die Kreation von deinem Leben involviert oder einschließt. Das Schicksal der Menschheit. Error. Scheiße. Okay, also ich kann hier das nicht deaktivieren. Ah! Ich dachte, das wäre schon... Ja, das ist einer von denen, die es nicht schaffen, wahrscheinlich, diese Transformation. Na toll. Hier ist auch nichts. Wo finde ich denn jetzt so ein Terminal? Das ist auch schon wieder zu. Dr. Sullivan. Leck mich doch, Dr. Sullivan. Da fehlt das Rad. Oh. Dr. Sullivan. Ja. Ich will doch einfach nur in Ruhe hier durch. Ja. Ganze Arbeit geleistet. Oh, da ist ein Terminal. Kann ich jetzt bitte deaktivieren hier? Dr. Sullivan, die Analyse und Vergleich verschiedener Samples zeigt vielversprechende Resultate. Der Alien-Parasit reagiert auf eine chemische Substanz, die wir in zwei Proben samplen konnten. Das Vakzin hält nicht nur die Verbreitung des Parasiten auf, sondern eliminiert ihn komplett aus dem Körper. Wir hoffen, es ist nicht zu spät. Ja, einer ist im Labor dieser Samples und das andere ist in meinem Compartment neben dem Control Room. Du brauchst eine Zugangskarte und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese im Patientenobservierungsraum gefunden werden kann. Ah! Da können wir uns vielleicht doch noch heilen? Wäre ja ein Träumchen. Nimm die Probe. Cool, guck mal, wie ich die anleuchte, sieht man gar nichts mehr. Alter. Der Tyrant. Steh heil, du. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt hier das Rad anbringe? Alles klar. Ich könnte nämlich wetten, ich werde gleich wieder verfolgt. Ja, komm, ist gut jetzt. Ist gut jetzt. So, danke. Hey. Hallo? Die Tür einfach zu. Holy shit. Da 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 da. Ist er wieder? Ich hab's gewusst. Na komm. Es ist so schön, wie er einfach mal rumdreht. Und nix. Oh. Oh, es ist so doof. Komm hier aus jetzt. Warte mal, Dr. Sullivan war auch ganz am Anfang diese Karte, oder? Na scheiße. Haben wir hier noch was? Wo der rauskam? Bisschen Heilung, ja. Nee, sonst nix. Okay, da gehe ich wieder ganz an den Anfang zu Dr. Sullivans Tür, da wo ich aufgewacht bin.
Wow. Alter! Was soll das? Es war doch schon weg. Ja, okay, ich muss immer noch zu Dr. Sullivan und ich muss den Observation Room finden, statt da eben. Ah. Da, Observation Room, da ist er doch. Genau da wollte ich hin. Dr. Sullivan. Ist das die zweite Probe jetzt hier? Access Cuts, go to Control Room. So, ich halte mich mal ein bisschen. Ich bin nämlich eben noch kurz in so eine Stromdings reingerannt. Find the Control Room. Du brauchst die Samples. So, hier ist der Control Room. Da. Nee, Emergency Capsule. Wo war denn jetzt der Control Room? Da. Alles klar. Ist aber dunkel. Oh nein. Das ist der Control Room. Sullivans Compartment muss in der Nähe sein. Oh shit. Das ist jetzt richtig unheimlich. Okay. Was war denn hier? Oh. Der Notfallbeacon, also das Notfallsignal wurde aktiviert und das Evakuierungsschiff wird bald ankommen. Wir können nicht erlauben, dass die Experimente dieses Schiff verlassen, also muss alles nicht infiziertes Personal in die Notfallkapsel, um zu fliehen. Activate Emergency Capsule. Go to the emergency capsule. Erst will ich aber noch hier gucken. Oh shit. Da kommen wir aus. Ja, die Proben müssen in einem dieser Zimmer sein. Oh, ein Brecheisen. Das wird helfen, was die Tür im Warenhaus aufzustemmen, die zum Engineering führt. Da ist sie. Das ist Vaccin. So, und jetzt muss ich nur noch... Oh nein, verdammt, die Infektion breitet sich aus. Na komm, dann lauf. Sag mal, was muss ich jetzt noch? Escape with Emergency Capsule. Ja, aber erstmal muss ich mich noch heilen von dem Scheiß hier. Zurück. Ich hoffe nicht, dass das Vieh wieder kommt. Okay. Aber ist alles cool. Observation. So. Passt das jetzt? Jawohl. Sind wir geheilt jetzt? Ich hoff's doch. Yes, escape in the capsule.
Na? Oh nein! Alter! Wo soll ich denn hinrennen? Ach warte, ich weiß wo. Du kriegst mich nicht! Oh nein, ich bin falsch! Scheiße! Komm, häng ihn ab! Die dumme Sau! Oh nein! Oh doch! Oh! Das war knapp! Mir ging gerade so ein bisschen der Stift. Nee, warte, ich muss dahinter. Oh! Viech. So, ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Emergency Capsule. War die jetzt? Da. Yay. Nein, oder? Ich brauche eine Zelle. Verarsch mich nicht. Bin in der Fuel Cell. Ich weiß, wo sie ist, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Nein, es ist schon wieder da. Auf jetzt! Nein! Wie man es um die Ecken so ein bisschen abkürzen kann, das Vieh. Ah, hau ab jetzt! So, hier ist die Fuel Cell drin, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Ist hier irgendein Weg rein, oder? Ich muss doch das Gitter irgendwie aufbekommen, oder nicht? Ich sehe da sonst keinen Zugang. Das Gitter hier muss einfach auf. Oh. Vielleicht sollte ich einfach mal E drücken. Ich habe ja ein Brecheisen. Cool. Das war's schon. Jetzt aber nichts wie zurück. Oh! Alter! Oh, komm, lauf jetzt! Oh, du scheiß Vieh, Mann. Muss ich halt nochmal jetzt mit dem Gas ablenken oder was, du Sau? Total dumm einfach. Okay, ich bin wieder in der Kapsel und ich hoffe, jetzt ist das Vieh nicht wieder da. So, können wir bitte mal zumachen hier. Was mache ich jetzt? Ja. Ach, das ist die Notfall... Wow. Thank you.
Habe ich es geschafft? Wenigstens endlich. Oh, nach ein paar Tagen hat das Rettungsschiff mich endlich gefunden. Oh, diese Füße. Oh. Government Property. Ja, ich bin Eigentum der Regierung. Und da gibt es den nächsten Test. Tralalala. Das Vakzin hat funktioniert. Was machen wir mit dem Überlebenden? Ja, was mich angeht, ist er nur ein Nebenprodukt. Ach ja. Wow. Und direkt in die nächste Einrichtung, wo es weitergeht. Happy Experiments. Hat sich ja gelohnt. Ein Spiel von 90 Grad aus Studio. Ja, Leute, das war's. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Insider Threat. Ja, lasst mir Liebe da. Und ich lese jetzt auch die Leute vor, die mich monatlich unter anderem finanziell unterstützen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lily Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupu Fischbub, Reik Poretzky, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen, OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.